also political will to show that Tirol is a place where conflict transformation has been done successfully. Wir verwenden verschiedene Techniken unterschiedlicher Kulturen. Dieses Wissen und diese Kräfte nutzen wir, um transpersonale Erfahrungen zu machen. Für die meisten liegt die Wiege der Weisheitslehre hier in Ägypten vor über 5000 Jahren. Wir gehen auf Spurensuche in der sagenhaften Welt der Antike. Dorthin, wo die geheimnisvollen Lehren ihren Ursprung haben. Denn die Schicksalsgesetze haben genau wie die Pyramiden die Jahrtausende überlebt. Uraltes Wissen, seit Jahrtausenden bekannt. Umso mehr wäre es jetzt mal an der Zeit, dass wir es mal anerkennen und auch umsetzen. Die Schicksalsgesetze eröffnen uns ein Weltbild, das die scheinbaren Zufälle unseres Lebens in ein völlig neues Licht rückt. Das sind die Sternstunden, wo Menschen plötzlich anfangen, tatsächlich sich wieder zu öffnen für das, was Realität da draußen ist. Wie die Schicksalsgesetze, richtig verstanden, tatsächlich eine erstaunliche Kraft entwickeln können, davon berichten Menschen, deren Geschichten Mut und Hoffnung machen. Ich habe in mir dieses Gefühl, dass es Wunder gibt auf dieser Welt. Jeder von uns trägt in sich eine wahre Schatzkiste an Möglichkeiten, die endlich geöffnet werden sollte. Die Schicksalsgesetze. Erstmals als Film. As far as we know, only our planet gives birth to life. And among all species on Earth, ours is the most gifted. But have our gifts taken us too far away from what sustains us? Take a journey through the new era of human evolution, where our hearts and minds are inspired by the wonders of nature. What I have found is that 90% of all the pain that we experience is due to trapped emotions, to emotional baggage, from our divorce, from our abuse as a child, from our difficult work. Those energies stay with us and disrupt our lives and cause our diseases and much of our self-sabotage. I think that this is really the elephant in the living room in Western medicine that we are missing completely. I am absolutely convinced that it is our trapped emotions and traumas and anxieties and unprocessed life experiences that we hold in our nervous system are the source of everything that ails us. Those symptoms are the body crying out, telling us there's something wrong here.
because emotions are a record of the past. And so if the emotion is stored in the body, then the body literally is living in the past. And the body is the unconscious mind, believes it's in the same environmental conditions 24 hours a day, 7 days a week, 365 days a year. The body's literally living in the past. Er hat einen Dienstwagen gehabt, er hat ein Mordsgehalt gehabt und hat gesagt, es wäre wichtiger, dass man glücklich ist im Leben. Jens ist ein Mensch, der lebt das Klettern. Und da bedarf es schon einer ganzen Portion an Leidenschaft. Und die findet man nicht in jedem Mensch. Who's gonna scale this tower? Kletter den Turm hoch. Ja. So einfach ist das. Jammer, wenn man irgendwann zurückblickt und sagt, hätten wir doch nur. Was wäre, wenn? Das möchte ich nicht, dass das uns passiert. Und deshalb ist es mehr als wert, diesen Weg zu gehen, egal wie die Geschichte ausgeht. Die Wahrheit von Schamanen, Heiligen und Heilern aus 5 Kontinenten. Über Jahrtausende gehütete Geheimnisse. Ein Thema. Hier geht es um Lebenskraft. Hast du viel von dieser Kraft, wirst du nicht müde. Hast du zu wenig davon, dann bist du krank. Kann diese Kraft gesteigert werden? Du kannst das tun. Es ist nur eine Frage des Trainings. In China nennt man die Lebenskraft Qi, in Japan Ki, in Indien Prana und manchmal auch Kundalini. Diese Kundalini hebt den Menschen auf die ursprüngliche Ebene empor, bevor er gefallen ist. Diese Energie hat definitiv eine gewaltige Heilkraft. Ein unendliches Potenzial. Es schlummert in uns und wartet darauf, entdeckt zu werden. Erfahren Sie Wunder der Lebenskraft. Wir glauben, den Gipfel unserer Existenz erreicht zu haben. Trotzdem waren wir noch nie so krank wie jetzt. Wir werden mit einem stetigen Anstieg von Krankheiten konfrontiert, von Asthma über Fettsucht bis zu Allergien. Jemand leidet an 10 Krankheiten, die alle gleichzeitig auftreten. Vielleicht gibt es einen gemeinsamen Auslöser. Unser Mikrobiom, das uns vor vielen Erkrankungen geschützt hat, ist zerstört. Wir haben schätzungsweise etwa 1/3 unserer Mikrobenvielfalt eingebüßt. Verpassen wir den richtigen Moment, reift das Immunsystem nie mehr richtig. Stört man im Säuglingsalter diesen Prozess, hat man später mit Konsequenzen zu rechnen. Wenn die Art des Geburtsvorgangs unsere Chancen auf langfristige Gesundheit beeinflusst, müssen wir die Gelegenheit ergreifen, um unseren Gesundheitskurs zu korrigieren. Wenn wir nicht größer denken, woher wissen wir, ob wir dadurch nicht den Kurs der Menschheit verändern? Ich bin 53. Vor 5 Wochen habe ich erfahren, dass ich bald sterbe.
Viele Menschen verstehen nicht, warum das für mich in Ordnung ist. Sie denken, ich hätte aufgegeben. Interkulturelle Studien zeigen, dass Menschen an allen Orten und zu allen Zeiten geglaubt haben, dass das Bewusstsein mehr ist als der Körper. Religionen und Kulturen ehren diesen Übergang mit eigenen Bräuchen. Die Lampe in meiner dunklen Ecke ist verloschen. Ich werde gerufen. Ich bin bereit für meine Reise. Es fällt mir schwer, die Menschen, die ich liebe, leiden zu sehen. Für sie ist es schwerer als für mich, denn ich leide nicht. Nur der körperliche Schmerz stört mich. Der macht keinen Spaß. Der ist scheiße. Das Sterben nicht. Das gehört einfach dazu. Durch meine Stimme kamen Tiergeister, Schamanen und Wesen anderer Traditionen. Eigentlich bin ich ein neuheidnischer, taoistischer, tibetisch-buddhistischer, agnostischer, Quantenphysiker, Mystiker. Ein merkwürdiges Amalgam. Klänge öffnen das Bewusstsein. Mit höherem Bewusstsein verändert sich der Planet. Wir erschaffen die Welt durch die Art, wie wir miteinander sprechen. Ich glaube, dass die gesamte Menschheit gerade eine dunkle Nacht der Seele durchmacht, um mit einer Intelligenz zu kommunizieren, die durch meine Stimme singen wird. Neue Lösungen, wie wir den Lauf unserer Geschichte verändern können. Die alten Traditionen, sie richten sich alle an das Mysterium. Von den kleinsten subatomaren Teilchen über unsere Körper bis zu den größten Galaxien begann alles mit Klang. When people think that unschooling is revolutionary and scary, they forget that that's most of human history was unschooling. Aaron n'avait su lire qu'à 12 ans. Leurs parents les avaient laissés apprendre à leur rythme. Nous nous demandions si nous serions capables de cette confiance. And then I wrote a play. Self-motivated learning, self-defined learning. Life. It's just life, you know? Abenteuer lauern oft da, wo wir sie nicht erwarten. Selten haben wir den Blick für das Besondere im Alltäglichen, ignorieren es einfach oder finden keine Zeit dafür. Doch nur wer sucht, die Augen öffnet, die Sinne schärft, der kann entdecken. Unbekannte Welten erschließen sich, manchmal sogar ein kleines Paradies. My name is Maya Angelou, and I believe that the heart is the most forceful, impactful element in our lives. If the heart is so powerful, why is it so easily broken? You will never ever reach your full potential if you don't open your heart. The power of the heart is to be connected with who you are at the deepest level. Well, that's fine, but how can we do that in the real world? We did an experiment, and we actually discovered something quite remarkable. The heart seems to be connected to a type of intuition that is not bound by the limits of time and space. But what is that source of intuition, and how can we learn to tap into more of that?
What is wrong with you? You forget? The heart is the only thing we can trust. Frauen werden die kraftvollsten Menschen. In einer Zeit, in der wir radikale Anpassung brauchen, ist es notwendig, dass Frauen die Führung übernehmen. Eine Frau, die sich im Inneren verändern möchte, kann die ganze Welt verändern. Eine Qualität des Menschen ist Ganzheit. Also versuche ich als Frau, meine Weiblichkeit mit meiner Männlichkeit auszugleichen. Ein richtiger Mann schürt das Feuer und das Strahlen des Weiblichen. Er lässt sie alles sein, was sie sein kann. Und sie ist die Kraftquelle des Universums. Wir müssen neue Werkzeuge und ein neues Vokabular zur Verfügung stellen, Raum für Emotionen und Kommunikation lassen und junge Frauen unterstützen, Worte zu finden. Ist Nehmen und Erobern wirklich relevant? Wenn nicht, ist es für uns wichtig, zu erobern, zu nehmen und zu töten? Was trying to help me because they thought you have lost your way. You know, I couldn't explain it. And then one day someone said, "Oh, you're not crazy. You're a social entrepreneur." What is a social entrepreneur? Não importa se ele faz para ajudar 4 pessoas ou para ajudar 1,000. O importante é o sentimento que está por trás. Everyone can change the world. We are creators, we create our own life, we create our own world. So before we create our own world, we must imagine what kind of world we want to create. And then start doing that. Don't ask what the world needs. Ask what makes you come alive. For what the world needs are more people who've come alive. Wenn du jetzt hier kannst sein kannst, ja, ich meine, das ist schon nicht so ein schlechter Arbeitsplatz. Aber es ist einfach schwank, dass ich hier geboren bin. Man kann nicht genug schwärmen von der Schönheit, die man hier oben erleben kann. Ist schon ein Treffer, wenn du mal in der Schweiz auf die Welt kommst. Selbst ist ja schon ein Treffer. Und in dieser Schweiz gibt es noch Kultur, es gibt noch Heimatgefühl. Zwei Stunden bist du an einem völlig anderen Ort, oder, wo aus einer Sprache redet oder einen Dialekt, wo findest du, yes, Gott. Ein typischer Schweizer, weiss das, die wo. Die 4 Sprachen gehören zu der Schweiz. Qui siamo a Chiasso. Eine Diversität extraordinaire. Also ich war immer ein Bub und träumte, wo mehr war, Moskau-Schweizer zu werden. Auch als bodenständig vielleicht, auch als noch normal geblieben. Stay.
Tag für Tag. Du machst Tag für Tag, morgen für morgen denselben Scheiß. Aber immer mit neuem Elan ins Büro. Willst du nicht auch einfach mal raus? Ich will was bewirken. Irgendwas Gutes machen. Worauf ich mal stolz sein kann. Stolz. What do you do? Ein Team von jungen Leuten ist zusammengekommen und hat sich gedacht, okay, komm, wir packen das jetzt. Wir wissen nicht genau, was uns erwartet, aber wir machen einfach mal. Durch dieses Machen und ja, dieses Gefühl von Leben ist hier Unglaubliches entstanden. The greatest obstacle the world have experienced is the ice in the heart of man. That inability to connect to each other. That loss of ceremony. To indigenous people, Earth is sacred. Their walk upon Earth is sacred. The indigenous people have a gift. To give all people, their gift is their walk. Follow four bridgewalkers on their walk today. Cross bridges with them between the mind and the heart, between ancient and modern, between hurt and healing. Between material and spiritual. Experience the spirit of the indigenous. Mein Name ist Francis Allais. Ich habe mein Leben in Wäldern verbracht und die Bäume dabei beobachtet, wie sie entstehen, wachsen und sterben. Hier berührt der Wald den Himmel. Hier gibt es Milliarden von Lebewesen, die wachsen, gedeihen und atmen, alle zur gleichen Zeit. Hier spüre ich die Kraft des Lebens, seine Kreativität, seine Launen. Es ist größer als meine Sinne. Wenn ich mir die Lebenszeit der Bäume vorstelle, wird mir schwindelig. Wie nimmt man die Welt wahr, wenn man so lange lebt? Die Bäume verkörpern die Zeit.